Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leben auf dem Bauernhof auf der weichen 2K20. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also sobald Leo da ist, kann er hier den Rechen abholen, den Schwader abholen und mir ganz schnell mal ein neues Angebot schreiben, weil mit diesem Teil, ne, ist es einfach nur ein Graus. Ein Graus, das Zeug hier zu schwaden. Es ist einfach die Mühe nicht wert. Wenn ich da einen ganz normalen Zweikreiselschwader hätte, ich glaube, dann wäre ich besser dran. Und deshalb werde ich mir das ziemlich schnell zulegen, denke ich. Dann müssen wir den hier austauschen. Aber das ist es mir dann auch wert. Auch wenn der gar nicht mal so günstig war, glaube ich. Aber mit dem hier, das ist ja... Ich weiß gar nicht, wie ich fahren soll, damit es mit dem Teil hier passt. Warte mal, wenn ich jetzt andersrum fahre, dann kann ich danach eine Bahn entgegenfahren. Oh, und vor allem diese Lenkung auch noch, ey. Ist dann nochmal ein Krampf mehr. Hoffentlich rollen meine Ballen alle hier runter, sodass ich die unten nur aufsammeln muss. Das wäre für mich optimal. Also, wenn sie nicht zu weit rollen. Wenn sie zu weit rollen, dann habe ich natürlich auch ein Problem. Aber ich denke, die würden nur bis zur Straße gehen. Dann wäre es okay. Ich rufe mal gerade den Udo an. Hallo? Ja, Udo, du, ich bin's. Ja. Du, ich dachte, vielleicht interessiert sich's, aber der Elsa, der geht's wieder gut. Genau. Was, die hat sich die Ferse gebrochen? Die ist im Stall ausgerutscht. Im rechten Blinker vom Teleskoplader, den geht's nicht gut. Musste mal in die Werkstatt. Ja, glaube ich auch, ne? Warum? Was ist denn los? Warum bist du denn jetzt so böse? Ja. Ja, ey, wenn die, deine Kuh hier sich einen Fuß vertritt, dann willst du auch weg, oder? Wer hat denn Bescheid gesagt? Hat die Kuh dich gerufen? Na, der Erntehelfer. Ja, genau. Gehen die beim, anstatt zu ernten, die Kuh gucken, oder was? Ja, das gehört ja da wohl dazu, oder nicht? Genau. Ist bei dir nicht so? Ich dachte, es interessiert dich. Gut, dann lassen wir das dann. Ist schön, dass deiner Kuh wieder gut geht. Wunderbar.
Also ich fühle mich von dir jetzt gerade richtig nicht ernst genommen, muss ich echt sagen. Ja, die Kuh, ja, solange es der Kuh gut geht, ist doch alles wieder gut, ja. Ja, gut, ich wollte einfach mal Bescheid geben. Ja, gut. Dann wünsche Elsa noch gute Besserung, ne? Richtig, ja, aus. Krieg, krieg nachher extra ein Küsschen von dir. Ah, ja, wunderbar. Bring ja noch die Wolldecke vorbei. Und einen Kühlakku. Nee, tut mir leid, Schafe habe ich gerade keine. Tschüss. Ja, tschüss. Mensch, wieso glaubt er mir nicht, dass es der Elsa nicht gut ging? Heide Bimbam. Also nicht, wie der mit seinen Kühen umspringt. Sind wahrscheinlich nur Inventar bei dem. Aber ich habe hier eine enge körperliche Bindung zu meinen Kühen. Wenn es denen nicht gut geht, dann muss man da halt schnell hin. Eieiei. So, dann sind wir hier gleich hoffentlich durch. Können wir noch die Ballenpresse anwerfen? Und vor allem bei den Kühen auch mal hier Ballen reinmachen. Also Heu reinmachen. Weil die haben noch kein Heu gesehen dieses Jahr. Ey, das ärgert mich jetzt, dass Udo mir da hier so... Also... Nee, das trifft mich jetzt persönlich. Dass er mir so keinen Glauben schenkt, dass es der Elsa schlecht ging. Der wollte bestimmt nur den Scheißjob hier auf mich überwälzen, hier mit dem Ballen verladen. Das hätte gescheites Equipment, dann wäre das, alles kein Problem. So, dann sind wir hier gleich endlich mal durch. Auch eine sehr lästige Arbeit, muss ich echt sagen. Aber naja, was gemacht werden muss, muss gemacht werden, ne?
Ja, was ist denn jetzt los? Willst du mich jetzt veralbern? Jetzt ist richtig. Ich glaube, ich stelle den gerade mal hier an den Rand. Ein Plätzchen finden, wo wir umdrehen können. Ja. Ja. Das sieht schlecht aus hier. Geht's aber steil runter. Tja. Wird schon passen. Kommt ja sowieso keiner hier eigentlich vorbei. Was brauchen wir jetzt? Den Ballenpresse. Ich probiere jetzt nochmal hier die Reifen zu wechseln. Das hat, funktioniert ja aus irgendeinem Grund nicht. Ah, Breitreifen hat jetzt funktioniert, oder wie? Interessant. Gut, dann können wir loslegen. Halt. Hallo. Falsche Richtung. Gut, dann leg mal los mit Heuballenpressen. Mal lernen, wie das geht hier. Ja, klappt das Ding auch mal wieder zu? Muss ich selber machen, ey.
Mal gucken, wenn das Feld fertig ist, die Wiese fertig ist, ich glaube, dann komme ich auch damit zurecht. Ich habe jetzt eigentlich den Plan, erstmal die Ballen unten, also das Heu unten wegzumachen. Dass wenn da nachher Ballen runterkullern, dass die hier nicht im, dem weiteren Vorgang im Wege liegen. Aber naja, sieht schon mal ganz gut aus. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen, nee, am Mittwoch vielleicht wieder rein, ich weiß nicht, ob ich es hinkriege zeitlich, bei der nächsten Folge Leben auf dem Bauernhof. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.